So, und auch hier einmal herzlich willkommen im Dynamic Stillness Podcast, nämlich heute zu Gast die Lisa Meesters, nämlich mit ihrem eigenen Podcast Körperkunde. Wir setzen unser Gespräch von eben auf ihrem Podcast jetzt hier fort. Hallo, grüße dich nochmal. Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Ja. Ich möchte gerne in meinem Podcast gerne viele Leute haben, die wirklich inspirierende Geschichten mit sich bringen. Und deine finde ich auch ganz, ganz spannend, ganz anregend. Du bist ja im Grundberuf eben, du arbeitest als Physiotherapeutin. Was hat dich denn dazu gebracht, als Physiotherapeutin einen eigenen Podcast zu starten? Ich habe in der Praxis gemerkt, dass immer und immer wieder die gleichen Fragen auftauchen von den Patienten und ich gleichzeitig eigentlich nicht die Zeit habe, allen Menschen das einzeln zu erklären. Und dann habe ich nach einem Medium gesucht, wie ich das hinkriegen kann, dass noch mehr Leute die Informationen bekommen. Also einfach auch, weil die Informationen schon so viel helfen würden bei ganz vielen Menschen. Und weil ich selber Podcasts schon ganz lange höre und immer auf der Suche war nach einem guten Gesundheitspodcast, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich traue mich, ich mache das selber und mache den Körperkunde-Podcast und empfehle das jetzt ganz vielen Patienten. Also es ist so eine kleine Wissensdatenbank für meine Patienten, aber natürlich auch für alle anderen gesundheitsinteressierten Menschen zu schauen, was gibt's da alles noch hinter dem Tellerrand, worauf kann ich achten und einfach, ja, mein Wissen, was ich jetzt persönlich habe, weiterzugeben, damit ganz, ganz viele Menschen davon profitieren. Denn ich kann für mich nur mein Leben oder die paar Patienten um mich herum damit beeinflussen und es wäre doch noch viel cooler, wenn es einfach alle Menschen oder so viele wie möglich dieses Wissen einfach hätten und damit arbeiten können jeden Tag. Ich möchte es nicht für mich behalten, es darf da raus und jeder darf es verwenden. Cool. Was sind denn so, du sagst ja, du hast immer wieder die gleichen Themen, was sind denn so hauptsächlich Themen? Ich kenne natürlich deine verschiedenen Folgen, habe so ein bisschen schon reingeschielt, aber was sind denn generell Fragen, die immer wieder kommen? Was treibt dich da an oder was treibt die Patienten vor allen Dingen um? Also ganz viele Patienten sind erstmal begeistert oder erstaunt darüber, dass alles zusammenhängt. Dass ich nicht wie ganz oft in der orthopädischen Praxis die Menschen gesagt kriegen, naja, also entscheide dich mal, entweder hast du Knie oder Wirbelsäulenprobleme, eins von beiden kann ich heute nur behandeln, mit dem nächsten musst du bitte im nächsten Quartal nochmal wiederkommen. Und dass ich dann sage, ja, was haben sie denn noch für Beschwerden? Gibt es was in den Armen, in den Beinen? Und dann sagen die, ja, ich habe auch Knieprobleme, aber was hat das jetzt mit meinem Rücken zu tun? Und dann zu erklären, dass das ein Körper ist, dass da alles zusammenspielt, nicht nur, dass das alles übereinander steht und das Knie natürlich auch in der Kette den Rücken beeinflusst, sondern auch noch auf ganz viele andere Weisen alles zusammenspielt. Das ist so das Hauptding, was Menschen verstehen dürfen, auch die nicht medizinischen Hintergrund haben. Und ganz, ganz häufig der Zusammenhang zwischen Verdauung, zwischen Nahrungsaufnahme, zwischen Darm und Körper, Darm und Immunsystem, diese Verknüpfung, dass die Menschen das verstehen und verinnerlichen und wissen, dass sie sich ganz viel Gutes oder auch ganz viel Schlechtes damit tun können, was sie täglich so essen und trinken für den Gesamtkörper. Das sind so die beiden Hauptthemen, die immer wieder kommen. Okay. Jetzt hatte ich letztens in einer meiner Communities einfach die Frage gestellt und die würde ich gerne an dich weitergeben, was denn für dich Gesundheit ist? Weil da gab sich eine ganz rege Diskussion, ehrlich gesagt, dazu entsponnen und ich finde das einfach auch spannend, weil das wäre ja eins der Grundthemen, eben du machst über Körperkunde, bei mir ist es Dynamic Stillness oder in Osteopathie ist es Stille. Was macht Gesundheit denn für dich aus? Ja, ich habe in der Ausbildung noch die alte Definition gehört, dass Gesundheit Abwesenheit von Krankheit ist. Ja. Und da hat sich bei mir damals schon alles gegen gesträubt, gegen diesen Satz. Ja. Für mich ist Gesundheit einfach genau der Moment, wo ich mich in meinem Körper angekommen fühle, wo ich spüre, was mein Körper mir sagen will, wo ich auch spüre, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin, also auf allen Ebenen zufrieden bin und eine ganz gesunde Aufnahmefähigkeit habe, also nicht schläfrig und völlig müde bin, aber auch nicht völlig überdreht und überlastet, so genau in meiner Mitte sein. Das ist eigentlich Gesundheit. Wow, cool. Bist du spirituell oder religiös oder? Also meine Eltern sind schon christlich
so ein bisschen, also ich bin konfirmiert und was das so alles ist. Ja. Heute habe ich nicht mehr den normalen kirchlichen Zugang dazu, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es etwas gibt, eine Kraft gibt, die uns alle erschaffen hat und die uns alle irgendwie verbindet. Und da arbeite ich schon für mich über Meditation und über verschiedene Visualisierungen schon mit, um auch für mich immer die Kraft zu haben, andere Menschen zu behandeln. Für mich ist das ein Ritual vor der Behandlung, einmal zu mir zu kommen, in Ruhe zu kommen und auch einfach das, was auch immer da oben ist, zu bitten, mich zu unterstützen und nach der Behandlung auch zu bitten, dass ich in meine Kraft wiederkomme, weil ich sehr viel gebe und auch sehr viel vom Patienten bekomme, was vielleicht auch nicht immer gut für mich ist dann, und dass ich das wieder loswerden kann und für den nächsten wieder frisch bereit bin. Geniales Ritual, sicherlich für alle Therapeuten. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen gewachsen, auch aus deiner leidvollen eigenen Erfahrung im, ich nenne es mal, Hamsterrad der Therapeuten, der Physiotherapeuten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man schon mal 40 Stunden in einer normalen Physiotherapiepraxis gearbeitet hat, alle 20 Minuten ein neuer Patient, da habe ich mich einfach völlig verbraucht dabei, weil ich versucht habe, für jeden das Beste zu machen, mit von schmerzenden Händen bis hin, dass ich abends einfach fertig war und nichts mehr konnte, außer auf dem Sofa rumliegen und hoffen, so, dass ich Energie wieder bekomme. Und dann habe ich damit angefangen, ganz bewusst über das Händewaschen und über das Wegschütteln nach dem Händewaschen die Energie loszuwerden und auch zwischendurch tief durchzuatmen. Das hat mir eine ganz, ganz liebe Kollegin aus einer Praxis dann mal gezeigt, einfach da auch beim Behandeln mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt nimmt jemand zu viel Energie von mir, dann das einfach im Bewusstsein zu haben, okay, ich gebe das ab und meine Energie bleibt bei mir, so darauf zu achten im Alltag. Und jetzt in meinem Rhythmus, wie ich jetzt arbeite hier in meiner Privatpraxis, da habe ich natürlich mehr Zeit und kann das für mich leben einfach so. Ja, cool. Also absolut, finde ich auch absolut wertvoll. Wirklich diese Abgrenzung ist etwas, was wir in der therapeutischen Ausbildung ganz selten lernen, sondern es geht immer alle Energie nach draußen. Ja, das wird so ein bisschen natürlich unser Helfer Syndrom, das wir alle so ein bisschen mitbringen, in diesem Bereich natürlich auch schön ausgenutzt. Das hält natürlich das Rad dann auch am Laufen. Ja. Ja, viele Kollegen kommen ja aus der Physiotherapie und gehen dann halt in die Osteopathie. Das ist ja ein großer Antriebspunkt für viele. Auf der einen Seite das Thema vielleicht finanzielles Vorankommen, auf der anderen Seite eben dieses nicht weiterzukommen mit Patienten. Welchen Weg bist du denn dann gegangen, so, um dahin zu kommen, wo du jetzt so ganzheitlich physiotherapeutisch arbeitest? Wo hast du dir Input geholt? Ist das eher über Physiotherapeuten und generell Therapeuten sind ja fortbildungswütig, über Fortbildungen, oder hast du woanders geschaut, anstatt bei den klassischen Fortbildungsinstituten? Ich habe erstmal in der ersten Praxis, wo ich gearbeitet habe, bin ich immer wieder an Grenzen gestoßen. Also so das ganz Typische, was man am Anfang hat. Man behandelt, der Patient geht glücklich raus, beim nächsten Mal kommt er wieder und das ist alles wie vorher. Und dann habe ich gewechselt und bin in eine Praxis, wo viele Osteopathen gearbeitet haben. Meine Chefin ist Osteopathin gewesen und auch zwei meiner Kolleginnen. Und dann habe ich so den Bereich kennengelernt und habe aber dann erstmal mit der manuellen Therapie begonnen, weil das war so schon immer das, was mich super interessiert hat. Und bin da an die INUND geraten und die bilden auch Osteopathen aus. Okay. Und das war direkt von Anfang an so ein Türöffner für mich, weil ich einen super, super coolen Dozenten hatte und der hat immer so nebenbei droppen lassen, wenn irgendwer so ein Patientenbeispiel nachgefragt hat, ja, es könnte jetzt das Knie sein, aber vielleicht ist es auch der Dünndarm. Und wenn es ein Mädel ist, dann vielleicht hat es auch mit der ersten Menstruation zu tun. Aber das lernt ihr wann anders nochmal. Und dann habe ich gedacht, und das will ich heute und jetzt und hier will ich das wissen, wie das zusammenhängt. Und dann bin ich immer weiter auf der Schiene gegangen, habe also in der manuellen sehr viel Struktur gelernt, ganz strukturiert untersuchen und herausfinden, ist es ein Strukturproblem der Schulter als Beispiel oder muss ich weiter auf die segmentale Ebene gucken, weiter auf die vegetative Ebene oder zentral psychohormonell gucken und dann bin ich da so durchgegangen und bin immer irgendwo noch stoße ich an Grenzen und diese Grenzen baue ich weiter aus, erstmal ganz klassisch mit Fortbildungsinstituten und mit viszeraler Osteo, so die Fortbildung, dann habe ich die 3 Jahre bin ich zu einer Heilpraktikerschule gegangen, habe da mal geguckt, was macht denn so die Phytotherapie
was gibt es da denn noch alles so für Bausteine, die ich nehmen kann, und dann ja in die spirituelle Richtung. Im Moment gucke ich ein bisschen nach Kinesiologie, weil mich das gerade interessiert, und ich gucke einfach immer, wo sind die Grenzen, wo sagen mir immer wieder Patienten oder zeigen mir die Körper der Patienten, da kommst du nicht weiter. Da ist gerade noch Stopp. Und da gucke ich, mit welchen Methoden ich dahinter komme, hinter die Barriere, um denen zu helfen, aber natürlich auch, um meinen Wissensdurst zu stillen, weil das so gut ist, ganz viel über den menschlichen Körper zu wissen. Ja, toll. Ja, und das ist genau, ich finde, das ist ein sehr osteopathischen Gedanken, eigentlich diese Neugier darauf, wirklich eigentlich über das sich beschäftigen mit Menschen und mit der Natur des Menschen einfach immer mehr ein Stückchen weiter da voranzukommen und mehr zu verstehen. Man versteht ja nicht nur seine Patienten besser, man versteht ja irgendwie die Natur, den Mensch, was auch immer, versteht man dadurch besser. Ne? Also das, diese Neugier, die ist natürlich Grundvoraussetzung dafür wahrscheinlich, um da weiter voranzukommen. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast in der Praxis gearbeitet, schon mit Kollegen, mit Osteopathen. Wie siehst du denn so generell das Verhältnis Physiotherapeuten und Osteopathen in deinem Umfeld oder so generell, wie erlebst du das? Gibt es eine Zusammenarbeit? Kannst du mit Leuten zusammenarbeiten? Gibt es Neid? Gibt es Konkurrenz? Also jetzt gerade hier in dem doch eher ländlich-dörflichen Umfeld erlebe ich sehr viel Konkurrenz, obwohl alle genug Arbeit haben und die Praxen alle überlaufen sind, jeder genug hat, gibt es schon so eine kleine Konkurrenz, einen kleinen Preiskampf und so ein bisschen aufeinander rumhacken auch, wo ich mal ganz verdattert bin, wenn ich sowas mitkriege und denke, warum eigentlich so? Wir wollen doch alle uns für Gesundheit interessieren und alle weiterkommen. Finde ich ganz, ganz seltsam. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein paar Kollegen aus Physiopraxen, die ich persönlich kenne oder die ich auf Fortbildung kennengelernt habe hier aus der Umgebung. Und wir arbeiten sehr eng zusammen. Also ich mache gar nicht mehr so die ganz klassische Physiotherapiebehandlung mit Übungen und Übungsbehandlung und Vierfüßlerstand und all so ein Zeug. Ich habe auch keine Sprossenwand und Fango-Gerät. Nee. Hier, also nein, habe ich nicht. Aber ich weiß, wo meine Kollegen sitzen, und wenn jemand sowas ganz Klassisches braucht oder auch gern haben möchte, dann weiß ich, zu wem ich den schicken kann, und gleichzeitig bekomme ich auch die Patienten, bei denen der Kollege dann vielleicht nicht weiterkommt und sagt, ja, mit meinen Übungen bin ich jetzt am Ende und vielleicht kannst du einfach nochmal schauen, ob du eine Lösung findest. Es gibt auch eine gute Zusammenarbeit, aber es gibt auch schon so einen kleinen Kampf ab und an, und gerade jetzt mit dem Schritt, dass ich vor einem Jahr rausgegangen bin und mit dem Podcast und ganz viel erfolgreich. Ja, genau, cool. Rausgegangen bin, hat nicht nur meine Familie kritisch geguckt, was ich da treibe, sondern auch andere Therapeuten, und das Unverständnis ist so da, warum ich das erzähle, wie ich behandle oder wie sich Leute selbst behandeln können, was ja noch viel schlimmer ist. Dann brauchen wir ja bald die Physios und die Osteopathen nicht mehr, wenn die Menschen sich selbst helfen können. Und das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist wirklich, dass jeder für seine eigene Gesundheit so viel tun kann. Und es wäre so vielen Menschen geholfen, würden sie mehr Informationen bekommen und sie sich auch holen und umsetzen, da ist überhaupt kein Platz, finde ich, dafür, das zurückzuhalten und zu sagen, nee, das weiß nur ich, weil ich Physiotherapeut oder Osteopath bin, sondern das darf jeder wissen, und trotzdem und gerade deswegen kommen die Menschen auch und möchten die ergänzende Hilfe haben, und ich finde nichts cooler, als hier Patienten zu haben, die die Verantwortung schon tragen, die sich selbst ihre Blutbefunde geholt haben und hier hinkommen und sagen, guck mal, ich habe schon geguckt, ich glaube, das ist los, und jetzt hätte ich gern noch das und das von dir, und was ist eigentlich noch mit meinem Magen los? Und dann macht es mir erst richtig Spaß, weil ich merke, da sind Leute, die interessieren sich dafür, die haben schon ganz viel in die Hand genommen, und jetzt kann ich noch das oben drauf geben, und dann werden sie wirklich gesund. Nicht nur so Symptome kaschiert für anderthalb Wochen, sondern wirklich gesund. Ja, aber ich glaube, das ist einfach das große Thema. Viele Therapeuten gehen ja davon aus, dass es an, keine Ahnung, mangelhaften Gesundheitssystemen liegt oder an berufsgesetzlichen Themen. Die Osteopathen ruhen sich gerne darauf aus, dass es ja kein Berufsgesetz gibt und dass deshalb alles liegt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja einfach, dass
vielen Therapeuten nicht bewusst ist, wie stark ihr Mangelbewusstsein dazu beiträgt, dass, dass natürlich da auch nichts sich verändert. Ja. Ja. Also ist für mich eigentlich logisch, so wie du für dich auch, aber solange jeder meint, meine Geheimnisse der Behandlung, also als hätten wir irgendwas erfunden. Sogar Andrew Taylor Still, der Osteopathie, hat gesagt, ich habe das nicht erfunden, das war schon immer da. Ich habe nur das Glück gehabt, eben irgendwann mal drauf gestoßen zu werden von was auch immer. Also diese Art von Demut oder auch diese Art von, das wäre eigentlich für alle wünschenswert, ob jetzt Osteopathen oder Physiotherapeuten. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, noch ein großer Weg. Zumindest erlebe ich das bei den Osteopathen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Umfeld. Wirklich eben dieses Bewusstsein zu schärfen. Es ist für alle genügend da. Ja. Ja. Und es macht ja auch viel mehr Spaß eigentlich mit Patienten, wie du sagst, mit Patienten zusammenzuarbeiten, die schon aufgeklärt sind. Ja. Vielleicht ist es aber auch zu anstrengend, mit solchen Patienten zu arbeiten, weil sie natürlich auch unbequeme Fragen stellen. Ja, und das sind mir die Liebsten. Ja. Am coolsten ist es wirklich, wenn Leute, also ich finde, dann sage ich immer, danke, dass du heute da bist, die Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Die kommen und sagen, ich habe hier eine Frage und ich sage, oh, das ist eine gute Frage, die ist zu gut. Aber das kriegt man ja antrainiert, das darf ja nicht sein. Genau, man darf nicht sagen, ich habe keine Ahnung, aber natürlich weiß ich nicht alles. Natürlich kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht alles wissen und das ist total cool, dass immer Leute kommen und sagen, hier Lisa, da ist deine Grenze, da vorne links. Und dann sage ich, okay, angenommen, ich gucke mal, ob ich nicht was dazu finde und ob ich nicht etwas hören kann in anderen Podcasts oder im Internet finde oder in Büchern finde. Und das ist so genial, weil da ist ja das Wachstum. Und wenn ich dann die Kollegen, Berufskollegen oder vielleicht auch sogar Ärzte darüber hinweg mit ein paar Floskeln arbeite und vielleicht den Patienten noch als blöd darstelle und sage, warum hast du gegoogelt? Googeln tut man heute nicht mehr, Dr. Google ist immer falsch. Dann finde ich das super schade, weil jeder, der sich selbst schon mal informiert, ist doch Gold wert. Ich finde das super gut. Ja, absolut. Ja, also so viel zum Thema Fülle und Mangelbewusstsein. Das ist bei den Therapeuten, finde ich, ein ganz, ganz großes Thema derzeit. Aber genau, ein großes Thema, das wir auch in deiner Podcast-Folge schon mal durch hatten. Und was mich aber auch spannend interessiert, ist, wie, wir hatten ja gesagt, wir erleben beide das psychosomatische bzw. psychoneuroimmunologische Faktoren eine große Rolle spielen heutzutage. Wie spürst du das oder wie erkennst du das bei deinen Patienten? Und zum Zweiten, wie holst du Patienten dann auch da ab? Das finde ich immer einen spannenden Weg, denn Informationen haben wir eigentlich heutzutage nicht zu wenig, nie. Kann man überall sich holen. Ne? Gibt ja tolle Leute, wie jetzt zum Beispiel deinen Podcast. Aber diese Lücke zu schließen zwischen dem, was wir verstehen und was wir eigentlich dann wirklich machen, das ist ja spannend. So, diese zwei, vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen. Was spürst du da? Wie kommst du da drauf? Und wie holst du deine Patienten ab? Also am Anfang ist es mir ganz wichtig, dass wir erstmal ganz viel reden. Okay. Also ich habe das bewusst mittlerweile getrennt. Wir gehen erst in einen Raum, wo keine Behandlungsbank steht und wo zwei schöne Stühle stehen und Wasser zum Trinken steht oder Tee, was auch immer. Und wir erstmal schauen, dass wir auf einer Gesprächsbasis gut zueinander finden. Und ich versuche, das Gespräch so wenig wie möglich zu führen. Also eigentlich am liebsten stelle ich gar keine Frage am Anfang oder nur, mit welchem Problem bist du hier? Okay. Dass es ganz offen ist, dass ich nicht frage, was ist dein Schmerz oder dass ich das ganz offen halte, sodass die Leute meistens anfangen mit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann ermuntere ich und sage, es ist egal, bitte einfach das, was zuerst da kommt, einfach sagen und schreibt ganz viel mit und versucht die erstmal so erzählen zu lassen, weil meistens das Wichtigste zuerst kommt. Und dann schaue ich schon bewusst nach Formulierungen, die vielleicht schon so einen Hinweis geben könnten. Also Überlastung auf der Arbeit zum Beispiel, dass mir jemand erzählt, ja, eigentlich am Wochenende ist das alles besser. Oder das mit den Kindern, das belastet mich schon. Also diese Wörter rauszukriegen oder diese Sätze rauszufiltern, die mir schon sagen,
da könnte eine Tür sein noch, ja, wo ich reinkomme. Also ich höre einfach sehr, sehr aktiv zu und gucke auch, was der Patient für eine Bewegung dabei macht. Also wo er hinzeigt, was er reibt dabei oder ob er dabei sehr angespannt ist, bei welchem Thema er mehr angespannt ist oder bei welchen Themen er sich so zurücklehnt und sagt, nee, damit habe ich keine Probleme. Ja. So, also in den Geschichten, ja, und gehe dann sehr strukturiert nochmal alle Körpersysteme durch und frage dann tatsächlich auch nach Emotionen. Also welche Gefühle sind denn dabei im Spiel? Was fühlst du bei dem Schmerz? Was fühlst du, wenn das kommt? Solche Geschichten frage ich total gerne mit ab. Und dann kommt der Teil, der so schlecht erklärbar ist, wenn ich in die Behandlung gehe, dann ist es einfach ganz häufig so, dass je nachdem, wo ich behandle und ich rede mit dem Patienten meistens dabei, also manchmal brauche ich Ruhe, aber ganz oft kann ich auch dabei mich locker unterhalten und dann kommen einfach Themen bei verschiedenen Organen oder ich habe einfach ein Thema im Kopf, wenn ich, weißt du was, ich an die Blase gehe, habe ich ein Thema im Kopf und frage einfach dann, sag mal, wie ist es eigentlich so? Hast du schon mal Wut oder Angst oder und dann manchmal kommt dann einfach noch so ein Türöffner, um da so ein Stück hinter zu blicken und um auch für so Themen zu sensibilisieren. Und ganz oft passiert es mir aber mittlerweile auch, dass nach dem Gespräch, während wir rübergehen, dann so eine lockere Frage kommt, sag mal, meinst du denn, das könnte auch durch den Stress mit den Kindern meines ehemaligen Mannes kommen oder irgend so ein Satz kommt dann und dann sage ich, ja, klar, könnte. Schauen wir mal, was uns gleich noch so entgegenkommt. Aber ja, das, also ein Gefühl, aber auch sehr, sehr wach für den Patienten sein. Also nicht in mir. Ich versuche eigentlich nie vorher schon zu denken, ah ja, jetzt kommt die Lendenwirbelsäule, das ist bestimmt Dünndarm, machen wir 0815, abarbeiten, fertig. Ich versuche bei jedem Patienten, der kommt, neu zu suchen und neu so das Blatt weiß zu machen und neu zu gucken, ob es nicht noch einen anderen Zusammenhang gibt, als den ich schon mal gefunden habe. Und dann kann man was entdecken. Cool. Und das heißt, eigentlich hast du gar keine große Technik, um die Menschen dann auch darauf aufmerksam zu machen. Doch durch deine Gesprächsführung ist es so, in letzter Zeit sagst du immer häufiger, dass du eigentlich ihnen nur hilfst, dass sie selber auf diesen Zusammenhang kommen. Genau, genau. Oder ich erzähle von mir oder von, ne, in solchen Geschichten mache ich dann auch, das geht auch. Mhm. Genau. Cool, sehr schön. Ja, ich denke auch, mir geht es auch immer mehr so, versucht das auf der einen Seite das, was du auch beschreibst, so diesen, wir nennen es in der Osteopathie, zumindest in diesem Bereich, wo ich bin, als den Meeting Place, also den Treffpunkt mit dem Patienten. Das ist ganz wichtig, bei Kinderbehandlungen zu gestalten, ja, wie auch immer, das Äußere, aber vor allen Dingen mich selber leer zu machen vorher. Das ist sicherlich wichtig und dann auch Raum zu geben. Ne? Manchmal erlebe ich das ganz so viel, also aus meiner Erfahrung, am Anfang habe ich Patienten dann im Prinzip auch eingegrenzt, entweder durch meine Fragestellung oder auch durch meine Behandlung. So, und eigentlich tun sich die tollsten Sachen, wenn man eigentlich das Gefühl gibt, man gibt eigentlich nur etwas Platz, Space, was auch immer. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich bei dir auch einfach dadurch, dass du natürlich eine sehr intuitiv einfühlsame Art hast, die Menschen einfach dann öffnen, was ihnen was bewusst wird. Ja. Und ich glaube auch, dass die Patienten das ganz oft eigentlich wissen, ja, wenn die dann kommen und sagen, ich habe das Gefühl, meine ganze Haut, das ist alles wie entzündet. Man sieht irgendwie nichts, aber ich habe das Gefühl, das ist alles entzündet. Und das glaubt mir keiner. Also der Arzt sagt immer, man sieht doch nichts. Aber eigentlich wissen die schon so genau, was abgeht. Und dann finden wir die Entzündung vielleicht nicht sichtlich auf der Haut, aber messbar im Darm oder so. Also die Leute haben schon die Wortwahl und finden einfach für sich, weiß der Körper das schon, was da abgeht. Ja. Letzte Frage. Welchen Anteil denkst du, das hat für dich gespielt, die Beschäftigung mit dir selbst? Also ich nenne das mal unter dem großen Schlagwort Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist eines meiner wichtigen Themen, ehrlich gesagt, in letzter Zeit wird mir immer bewusster, wie wichtig es für Therapeuten wäre, sich damit zu beschäftigen. Welchen Stellenwert hat das für dich, dass du da bist, wo du jetzt oder wie du jetzt arbeitest?
Ach, ich kann man nicht beschreiben. Also den tatsächlich größten Stellenwert. Also das Wissen zu haben ist eine Geschichte, aber tatsächlich auch für sich die Stärke zu finden, sich zurückzunehmen, die Ruhe in sich zu finden, aber auch das zuzulassen, die Entwicklung zuzulassen, die Menschen zuzulassen, wie sie sind. Das ist auch ein Riesenpunkt. Am Anfang nach der Physio-Ausbildung, alle mussten sich bewegen, alle müssen Bewegungsübungen machen, alle müssen abnehmen, alle müssen Krafttraining machen und alle müssen 90 Grad irgendwie in irgendeine Richtung beweglich sein. Und dann habe ich dadurch jetzt gelernt, einfach, dass ich so sein darf, wie ich bin, aber jeder, der kommt, auch für sich so sein darf, wie er ist. Und das ist so viel wert, zu sagen, auch die Patienten zu fragen, wir brauchen eine Entspannungsübung, was ist denn für dich Entspannung? Weil für mich ist es durch den Wald gehen mit dem Hund, aber vielleicht ist es für jemanden anders, im Garten zu sitzen und den Blumen beim Wachsen zuzugucken. Ich weiß es ja nicht. Also frage ich doch einfach nach und finde dann wirklich etwas, was für den Menschen passt. Es passt nicht für jeden Meditation mit Atmung. Oder das ist einfach so individuell. Und da so ein Stück weit von mir wegzugehen und zu gucken, das ist das, was du gelernt hast und was so die Punkte sind und das hilft dir, das muss auch anderen helfen, so davon wegzugehen und anzuerkennen, dass es ganz, ganz viele andere Wege gibt da draußen und ganz viele andere Menschen gibt und dass ich nur da bin, um die zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Die müssen nicht meinen Weg kopieren, sondern ich darf einfach unterstützen, und sagen, guck mal, ich helfe dir jetzt, deinen eigenen Weg zu finden. Vielleicht ist der ganz anders als meiner, aber der hilft dir, dann wirklich da anzukommen, wo du hin willst. Das habe ich gelernt und ich habe gelernt, mich zu trauen, zu reden und rauszugehen. Ich hatte ein so großes Problem, bevor ich den Podcast gestartet habe. Ich gedacht habe, nein, du bist doch nur Physiotherapeutin und du weißt doch gar nicht alles und du hast auch nicht auf alle Fragen eine Antwort und was ist denn, wenn jemand kommt und dich angreift? Und es ist mittlerweile passiert und es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und diese Stimme zu finden, den Mut zu finden, auch rauszugehen und zu sagen, ich weiß etwas, was nicht alle wissen und vielleicht gibt es welche, die viel mehr wissen. Und das ist auch völlig okay. Und die hören dann meinen Podcast nicht, bin ich sehr sicher. Aber die noch was rausnehmen können, die hören mir total gerne zu. Ja. Und das durfte ich auch durch Persönlichkeitsentwicklung dann lernen, dass ich was zu sagen habe, dass jeder was zu sagen hat, was spannend ist für immer wieder andere Menschen. Absolut. Super. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das finde ich so, so wichtig. Wie gesagt, fände ich so, so wichtig, gerade bei den Therapeuten im therapeutischen Bereich, ob das Osteopathen oder Physiotherapeuten sind, dass mehr in diese Richtung passiert. Ja, also ich kann es nur von meiner Ausbildung erzählen. Es hat keine Rolle gespielt, 0,0. Leider weder in der Physiotherapie noch in der Osteopathieausbildung, aber ich finde es so, so wichtig. Und finde es ganz toll, was du machst. Kann euch nur empfehlen, allen Zuhörern unbedingt mal auf dieses Körperkunde-Podcast mal reinzuhören. Da ist mit Sicherheit noch was dabei, noch was Zusätzliches. Du bist jetzt seit einem Jahr, ne? Ja, genau. Und hast auch mittlerweile eine unglaubliche Download-Zahl, also bist da richtig, richtig unerwartet vorangekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz klein angefangen und es wird immer mehr, es sind immer mehr Leute, die sich interessieren, die auch den Podcast finden. Ja. Und das ist total cool. Das genieße ich total, bin ich sehr dankbar für, dass das so geht. Schön. Dann vielen Dank für das Gespräch für heute. Ja. Sehr gerne. Und einen schönen sonnigen Nachmittag. Danke, dir auch. Danke. Ciao. Ciao.